Kleine Teiche und Wasserläufe, bizarre Steinformationen und exotische Pflanzen. Diese Schlangentanne aus den Anden reckt ihre verschlungenen Arme jedoch hier im Oldenburger Land in den Himmel. Im Garten von Christel und Werner Marger in Mohlbergen. Eine Kulisse wie im Märchen. Werner Margers Lebenswerk. Der 76-Jährige schwärmt vom Japan der Samurai-Zeit. Ich habe das gesehen in einem Gartenbuch und auch einmal im Fernsehen über japanische Gärten, und zwar in dieser alten Kaiserstadt Kyoto. Und das hat mich, ich sag, das kann doch nicht möglich sein, solche Gärten zu bauen. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft oder auch mehrere Bücher, die ich habe, und habe studiert, wie diese alten japanischen Meister diese Gärten gebaut haben. Gleichgewicht und Harmonie, Yin und Yang. Die Steine stehen dabei für das harte, männliche. Das fließende Wasser für das Element des Weiblichen. Eigentlich ist ein japanischen Garten alles in Bonsai, ja? Das heißt, Sie haben gesehen, wie ich die Pflanzen jetzt geschnitten habe. Und zwar habe ich die alle rund geschnitten. Diese Pflanzen sollen Steine symbolisieren. Die sind so gemacht, dass das Steine sein sollen. Ob diese Konifere ahnt, dass sie in Werners liebenden Augen eigentlich ein Stein sein soll? Die echten gibt's ja schließlich auch noch, allesamt Ackerfindlinge, handverlesen und gesetzt vor den Panoramafenstern des Wohnhauses. Vom alten Japan zum antiken Europa. Innen wirkt das Haus der Margas fast wie ein Museum abendländischer Kunst. Die einzelnen Buchsbäume sind so geschnitten in Form und mit. Hier versucht Werner, seine Frau von der Schönheit der Gartenbaukunst zu überzeugen. Christel kommt aus dem Hotelfach und hat ein eher nüchternes Verhältnis zum Hobby ihres Mannes. Ist ja alles ganz schön, aber 4500 Pflanzen, Teiche, Brücken. Das alles muss doch ein Heidengeld gekostet haben. Also die Steine haben das wenigste gekostet. Das meiste, was hier gekostet hat, ist das Bauen der Brücken, der Beton. Hin und wieder brauchte ich auch Hilfe, mal einen Stein versetzen. Das sind aber alles kleine Summen gewesen. Moment, ja. Mein geliebter Mann. Ich habe genug bezahlt für deine Sträucher. Ja, 5 Euro. Und dann muss ich noch Rechenschaft haben. Ja. Die Zeder und das alles. Und vorne das. Ja, da hin und wieder hast du auch mal 5 Euro investiert. Von wegen, ne. Das war schon ganz schön. Soll man so sagen, wir sind ganz natürlich so, wie das sein soll eigentlich. Yin und Yang eben. Harmonie der Gegensätze. Und darüber wacht dieser Dickhäuter in Christel und Werners Gartenparadies 2011. Wie heißt es so schön? Platz ist in der kleinsten Hütte und Raum für schöne Pflanzen auch in einem bescheidenen Schrebergarten. 300 Quadratmeter Brachland in Hamburg-Flottbeck haben Silvia und Hans Twesten in ihren Garten Eden verwandelt. In mühevoller Arbeit und 33 Jahren. Sogar ein verträumter Teich findet noch Platz. Hans ist 81 Jahre alt und trotzdem jeden Tag im Garten. Er liebt das Besondere. Ich habe gerne einen Garten. Und ich mag gerne Pflanzen haben, die nicht jeder hat. Das ist eben mein Hobby. Und ein Hobby ist auch teuer. Ne? Wenn Sie jetzt irgendwie besondere Pflanzen haben müssen, dann müssen Sie schon mal ein 20er oder 30er locker machen für eine Pflanze. Ne? Und das macht so leicht keiner. Ne? Wenn das zu teuer wird, dann sagen Sie, oh nee, dann kaufe ich lieber die 0815. Und ich möchte nicht 0815 haben, ich möchte etwas Besonderes haben. Na, und ob? Für die immergrünen Hauswurze, die Semper Vivum, ist Hans sogar bis nach Österreich gefahren, ins Ötztal.
Diese Steinnister besitzen sozusagen das große Frostschutzgütesiegel. In diesem eiskalten Sommer nicht die schlechteste Pflanzeneigenschaft. Ab und an wird man mit einer Blüte belohnt. Die meiste Zeit des Jahres bilden sie eine in allen Nuancen des Grüns schillernde Bodendecke. Eben nicht 0815. Hat sonst keiner hier in der Kleingartenkolonie. Was wäre ein Schrebergarten ohne Nutzpflanzen? Tomaten wie aus Bella Italia in Kleinflottbeck. Das Besondere an den Tomaten ist, dass sie resistent sind. Nicht? Gegen Brandfäule und so. Sollen sie sein. Nicht? Die schmecken gut. Bisschen hart, aber schmecken, haben guten Geschmack. Guten Geschmack, nicht so weich und labberig, sondern richtig hart und kräftig. Nicht? Man kann einen schönen Salat von machen oder man kann sie auf Brot legen oder man kann sie so essen, durchschneiden, ein bisschen Salz und Pfeffer drauf und dann schmeckt das sehr gut. Harte Tomaten für Männer aus echtem Schrot und Korn. Das ist kein Glas, nur dieses Glas. Das Gewächshaus hat Hans selbst gebaut. Altes Glas hier, dort ist gesprungen. Mit Plexiglas. Das andere ist alles Plexiglas. Kostet natürlich auch Geld. Das ist teuer geworden, das Zeug. Ja, nimm mal die Gurke hier mit auf. Silvia weiß, was sie an ihrem Hans hat. Aber du musst dich nicht da vorstellen. Er kann nämlich noch mehr. Verspielte Schmiedekunst. Als Bauschlosser hat er gelernt, wie man der Dame seines Herzens eine Rose verehrt. Eine, die niemals verblüht. Silvias und Hans liebgewonnenes Ritual. Nachschauen, wie sich alles von früher bis heute so prächtig entwickelt hat. 1978 noch Ackerwüste, jetzt einfach schön. War aber auch nicht immer einfach. Ach, wir waren uns auch nicht immer einig hier im Garten. Nee, wir zeigen uns manchmal, ja. wenn sie das haben. Und ich sage, nee, wir können das nur so und so machen. Ja, und dann geht das los, ne? Also das ist ja wohl normal, ne? Ja. Oder er reißt irgendwas bei mir aus dem Beet und ich reiß bei ihm was aus dem Beet. Also das ist. Wenn Sie bei mir in das Naturbeet gehen, dann machen wir so blöde Pflanzen. Und dann sagt er, genau, du hast mir wieder meine Pflanzen rausgerissen. Und ich sag, das war doch Unkraut. Nein, das waren Pflanzen. Geschadet hat es offenbar nicht. Das ist unser Paradies, sagen wir. Ja. Andere lachen darüber, die sagen, guck dir die beiden an, die sind von morgens bis abends wühlen die hier im Garten. Ne? Ja, sagen die anderen auch, hier. Das ist auch eine Erholung. Und ob. Himmlische Ruhe in Silvias und Hans Gartenparadies 2011. Buxtehude. Da, wo sich dem Märchen nach Hase und Igel einen nicht ganz betrugsfreien Wettlauf lieferten, gibt es einen Garten, der voller Magie steckt. Zwischen nickenden Blüten und grünem Gras verschmitzte Tonwesen und Keramikplastiken. Die sehen schwer nach Kunst aus. Zum Beispiel diese Wundersäule. Auf die ist Gila Cahier besonders stolz. Das sind die Vergrößerungen von Samen, die wir hier so gefunden haben. Und dann habe ich mir das unter einem Vergrößerungsglas angeschaut und ein bisschen Fantasie noch hinzu. Und dann ist diese Säule entstanden. Ja, das steht ja schon seit vielen, vielen Jahren und hat ja auch ein bisschen Patina angesetzt, was ich gerne mag. Gilas Reich, ein fabelhafter Garten im Wortsinn. Da wollen Sie mal mitkommen in die hintere Ecke des Gartens, wo es ein bisschen dunkler wird und für mich auch geheimnisvoller. Und nicht nur für mich, sondern auch für meinen Enkel, für unseren Enkel. Das geht hier los, das interessiert Kinder besonders. Das sind Dryaden. Dryaden sind Baumwesen. Unsere Altvorderen haben geglaubt, dass Baumwesen im Baum leben, diese Dryaden. Und wenn der Baum stirbt, dann sterben auch leider diese Dryaden. Noch sehen sie ganz gesund aus. Vielleicht, weil es hier noch mehr wundersame Helferlein gibt. Und bevor ich überhaupt den Garten angelegt habe, habe ich diese Gartengeister gemacht und ihnen gesagt, sorgt bitte immer für ein gutes Klima hier in unserem Garten. Ja, und so ist es auch gekommen. Gilas Reich. Eine beseelte Natur, in der Pflanzen und Geisterwesen Zwiesprache halten. Buxtehude ist eben doch eine Märchenheimat. Nun wollen wir das Geheimnis aber lüften. Die vielen Keramiken macht Gila selbst. Professionell. Und das hat auch mit dem Garten zu tun.
was ich gebrauchen konnte im Garten. So ging das eigentlich los. Ich wollte eigene Keramik im Garten haben. Und das kam auch bei meinen Kunden an. Das war überhaupt die Idee. Ich habe nie so sehr fein gearbeitet, sondern gartengerecht. Und dann wurde es mein Beruf über viele, viele Jahre. Und jetzt mache ich das wieder, wie im, zu Beginn, nur noch für mich. Eine wunderbare Sache. Natur und Kultur stets aufs Neue in einen harmonischen Dialog versetzen. Für Gila und ihren Mann Rolf eine Lebensaufgabe mit geradezu meditativen Auswirkungen fürs Eheglück. Wir können uns hier herrlich austoben im Garten. Wir können, wenn es nötig ist, auch mal getrennte Wege gehen. Das kommt auch vor. Und die ganze Pflasterei hier im Garten, die hast du gemacht? Ja. Und es sind also nicht an einem Tag, aber so peu à peu. Ne? Dann fiel mir wieder was Neues ein. Ach, hier könntest du auch mal pflastern und dann mit einem anderen Pflaster. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Stein statt Ton. Was nicht heißen soll, dass Rolf der Mann fürs Grobe ist. Dafür sehen die verwinkelten Wege dann doch zu sehr nach Kunst aus. Hier im Buxtehuder Gartenparadies 2011. Im tiefsten Winkel der Lüneburger Heide, dort, wo Niedersachsen ganz ländlich ist, fühlt man sich wie in ein Märchen versetzt. Ein lauernder Kater, ein einsames Häuschen mit spitzem Giebel und seltsame Steinzeichen. Fehlt eigentlich nur noch das Hexenmütterchen in Mantel und Kapuze. Da ist sie ja schon, Caroline Müller-Sosemiel. Zwar ganz modern angezogen, aber ein bisschen zaubern kann sie schon. Pflanzenmagie. Und dass mancher in dem Örtchen Weihhausen Bammel vor ihr hat, kann sie verstehen. Ein Hexenhaus und ein Hexengarten und ein Kater ist ja auch da, gehört ja dazu. Ne? Ach ja, mein Eisenhut. Mein Eisenhut ist die giftigste Pflanze Europas. Mit dem Eisenhut wurden früher die Gefangenen vergiftet. Und der wächst hier nun. Ne? Und falls irgendwer mich mal richtig ärgern sollte, nein, das machen wir nicht. Ne? Der blüht ja auch im Augenblick gar nicht, zum Glück. Und diese abgestorbenen Baumwurzeln, die sehen ja auch irgendwie magisch aus. Dieses ist eben ein Waldgarten und man hat fließende Übergänge und der Wald ist ein bisschen Garten und der Garten ist ein wenig Wald. Und diese Verbindung wollte ich, habe ich wohl auch hingekriegt. Ja, ne, habe ich, ne. Ein bisschen Glück war auch dabei, denn mit der Renaturierung des Flüsschens Lutter entstand hier der Naturpark Südheide. Der wächst bei Caroline sozusagen in den Garten hinein. Die älteste Rose im Waldgarten, Carolines ganzer Stolz. Die Dame ist bestimmt 100 Jahre alt. Ja, und sie lebt hier trotzdem, als wenn sie noch ganz jung wäre. Ne? Sie fühlt sich wohl. Was mit Carolines besonderer Pflege zu tun hat. Pflanzen und Gegenstände im Garten sind beseelt und sozusagen auf der Suche nach ihrem endgültigen Platz. Dabei hilft Caroline ein bisschen nach. Diese Wurzel beispielsweise lag zunächst an einer anderen Stelle und verlangte nach einem Ortswechsel. Ich gucke eigentlich, was optisch zusammenpasst, was nicht für sich alleine wirkt, sondern ins gesamte Bild passt. Und wenn ich dann so einen Teil finde, dann setze ich das dahin und es passt oder passt nicht oder ich tausche es aus oder es bleibt da. Und dieses bleibt da. Und so entstehen einzigartige Stillleben. Wie zufällig dämmert der alte Pflug zwischen den Topfpflanzen und als hätte man sie vergessen, die Kerzen vor dem Geräteschuppen. Für Caroline bedeutet all das Entspannung, Gemütlichkeit, Bewegung. Mir geht's einfach gut.
Und was den Eisenhut betrifft, keine Sorge, Caroline arbeitet bei der Polizei. Himmlischer Frieden im Gartenparadies 2011. Ja, das sieht doch aus wie... Genau, ein kleiner Privatzoo. Zwei Bärchen, eine Schlange, ein Schmetterling und das ist ein Eichhörnchen. Die neuen Bremerhavener Stadtmusikanten als Buchsbaumpflanze. Und so geht's. Wie aus einem Stück Kaninchendraht, Lötzinn und einem Bunsenbrenner, die hohe Kunst der Topiaris, der Formgehölze entsteht, zeigt Tüftler Frank Richter mit Sohnemann. Ja, also wir haben jetzt hier die Form gemacht von dem Teddy, die haben wir gelötet. Ja. Und wollen jetzt diesen Schwanz, wir wollen einen kleinen Puschelschwanz verpassen. Ja. Und den wollen wir mal anpassen, ob der die Größe hat. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Aber doch ganz anders als der fertige Meister Petz. Da ist von dem Gitterkäfig nichts zu sehen. Bei diesem Delfin allerdings schon. Der arme Meeressäuger steckt ja geradezu in einer Art eiserner Jungfrau. Free Flipper? Die Form haben wir auch gelötet hat eben, und dann haben wir den großen Busch in diese Form eingeführt hat. Und dann waren natürlich die Flossen und die hinten noch die Schwanzflosse waren noch nicht ganz ausgeprägt. Und jetzt ist sie immer Stück für Stück rausgewachsen und wir können es immer schön abschneiden. Hier unten wächst es hier schön besser rein. Flosse leer. Klingt nach einer Geduldsprobe. Also für diesen haben wir, glaube ich, 7 Jahre ist die Form schon über dem Wuchs jetzt. Und wir schneiden dann immer über den Draht ab. Und wenn das nachher nicht mehr zu sehen ist, der Draht, ist der fertig dann. Echte Tiere gibt's zum Glück auch noch im Garten der Familie Richter. Justus und Jonas, die Meerschweinchen, dürfen sogar frei rumlaufen. Währenddessen baut Mama Britta gemeinsam mit dem ältesten Sohn Penthäuser für Sommergäste. In Serie, wahrscheinlich weil das Warten auf die fertigen Buchsbäume so lange dauert. Ich möchte ein Vogelhaus haben, also rein in den Keller. Säge raus, Holz her und dann wurden die Dinger gesägt. Und das erste Vogelhaus war aber nicht mein Vogelhaus. Das musste ich gleich wieder abgeben, weil das gefiel meiner Cousine sehr gut. Und so zog das seine Kreise. Und deswegen ist der Garten der Richters jetzt so etwas wie eine Musterhaussiedlung für gefiederte Immobilieninteressenten. Sofort bezugsfertig für Vögel mit individuellem Geschmack, die Villa Strandlust. Hier wird mit Frühstück geworben. Dort mit Werbung in eigener Sache. Das ist ein bisschen gewagt. Katzen sind bekanntlich gute Kletterer. Und hier, genau genommen hinter diesem Schild, wohnt die Familie Richter in Bremerhaven und fühlt sich pudelwohl. Warum ist das unser Paradies? Ja, weil wir einfach auch nur hier sitzen können und den Vögeln beim Zwitschern zuhören und uns dabei wohlfühlen. Weil das ist unser Paradies, was wir uns hier so erschaffen haben. Ja. Und auch zusammen hier arbeiten können. Also ja. Ne? Mal ein bisschen Mecker gibt's dann. Ja, das auch. Aber es läuft. Ja. Und es macht immer Spaß. Nur echt mit Leuchtturm. Das Bremerhavener Gartenparadies 2011. Wenn Hühner glücklich sind, legen sie Eier. Haben beide gelegt? Ja, die haben beide schon gelegt. Das ist ja Ding. Das haben sie extra für sie gemacht. Die gefiederten Schönheiten Olli und Molly sind da keine Ausnahme. Was aber anders ist, sie haben 4000 Quadratmeter Auslauf. Den Garten von Annemarie Müller-Brese im Flecken Dahlenburg. Das Örtchen liegt im Naturpark Elbhöhen im Wendland. Olli und Molly sind meine treuen Haushühner. Die werden, wenn sie alt sind, kriegen sie auf dem Grundstück eine Waldbestattung.
dürfen auch in Küche und Stube kommen. Da habe ich ihnen erzählt, dass sie Kochtopf und Pfanne angucken können und da kommen sie niemals rein. Gut zu wissen. Hahn im Korb ist übrigens Karl-Heinz. Der hat Hühner auch gern. Schließlich war er früher Tierarzt. Dies ist jetzt das Ehepaar Müller aus Dahlenburg. An meiner Seite ein Mann, 60 Jahre. Diamante-Hochzeit liegt hinter uns. Wir sind immer im Garten gemeinsam ein gutes Team. Mit 85 und 88 Jahren machen Annemarie und Karl-Heinz alles, was in ihren Kräften steht, noch selbst. Müssen sie auch. Annemarie hat Angst, dass ein Gärtner ihre geliebten Wildblumen am Ende noch herausreißen würde. Dabei sind die ihr ganz besonderer Stolz. Es ist ja kein gestalter Garten, es ist ein Naturgarten. Ich bin ja fasziniert von Locki Schmidt, die die Wildblumen wieder in die Gärten gebracht hat. So wachsen hier Kornwarte und Feldrittersporn neben Zuchtrosen aller Da Vinci und Baron Rothschild. Naturnah, verwunschen, romantisch, so sollen Besucher ihren Garten erleben. Ein Stück hat eine ganz besondere Geschichte. Ich sag, den möchte ich haben. Ja, da gehört noch eine Bank dazu und dann noch ein Sessel. Ich sag, klasse, kaufen wir alles. Er sagt, die kommen aus einem französischen Yachtschloss. Ich sag, umkehren bezahlt mein Mann nicht mehr. So, aber ich hatte mich nun da rein verliebt und ein paar Tränen runtergequetscht und dann hat mein Mann es doch gekauft, ja. Apropos Tränen, dafür gibt es eine extra reservierte Ecke im Garten. Ja, jetzt gehen wir mal zum Friedhof. Ein Engel bewacht unsere Toten. Das war das erste Grab hier und danach haben sich noch weitere Familienmitglieder hier zur Ruhe gelegt. Das ist Anuschka, unsere Dalmatinerhündin und dahinter unser Igel Fritz, der 10 Jahre in unserem Garten gelebt hat und wollte sich wahrscheinlich eine andere Frau suchen und mal eben über die Straße gehen und da wurde er totgefahren. So, jetzt aber genug von traurigen Geschichten. Schließlich sind wir alle noch quicklebendig. Also, jetzt ist Feierabend, jetzt ruht die Arbeit und dann kommt der Genuss. Hier in Annemaries und Karl-Heinz Gartenparadies 2012. Auf Wiedersehen. So sieht eine niedersächsische Kuhweide aus. Jedenfalls nach 14 Jahren harter Gartenarbeit und einem Händchen für feine Accessoires. Lüdersburg im Landkreis Lüneburg, nicht weit von der Elbe. Das Zuhause von Dagmar Schmelke und Hubert Bodenstedt. Diese Wiese hat der Bauer, dem sie gehört, zweimal mit Maschinen durchgearbeitet, damit der Boden überhaupt aufgelockert war. Und dann haben wir ja, so nach und nach immer eine Fläche nach der anderen in Beete verwandelt. Und manche Stücke wurden 6 bis 8 Mal bearbeitet. Aber wirklich nach einem Jahr war aus der Weide ein Gartenparadies. Blühende Teichrosen, Wasserspiele und 60 verschiedene Rosensorten, jetzt schon leicht verblüht. Aber kein Grund, das Köpfchen hängen zu lassen. Hoffnung gibt's immer. Alle Rosen, die hier stehen, hatten schon einen anderen Platz irgendwo im Garten und sind da nicht so zur Geltung gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich sie dort weggenommen und habe ihnen erklärt, wenn ihr jetzt nicht wachst, habt ihr verloren. Das ist eure letzte Chance. Sie sind hierher gekommen und ich habe sie auch ziemlich in Ruhe gelassen. Ich habe sie nicht so gepflegt wie die anderen. Offenbar war das der Grund dafür, dass sie nun hier prächtig gedeihen. Weniger ist manchmal mehr. Trotzdem, Dagmar bekommt jeden Tag eine Rose. Ich hab's gut. Und die Pflanzen erst recht. Dank der ehemaligen Kuhweide und dem hohen Grundwasserspiegel nahe der Elbe wächst hier alles doppelt so hoch wie an trockeneren Orten. Dazwischen die eine oder andere künstlerische Überraschung. Ja, unser Hundertwasserbrunnen. Selbstgemacht aus Baumarkttöpfen. Gewusst wie. Das war mal eine Eiche. Aber die Eiche hat ja Blätter, die schlecht oder gar nicht verrotten. Deswegen musste sie weg, musste sie weichen.
Und dann haben wir dieses genommen als Stabilisierung für den Leuchtturm. Kein 100-Wasser-Kunstwerk, aber trotzdem schön. Die Wasserkugel, eine Bannfratze aus Südfrankreich und die Erinnerung an Dagmars und Huberts große China-Reise. Blumenkrieger, Blüten statt Schwerter in der Hand. Und das kam so. Ja, guten Tag, Herr Wang. Das ist eine unserer beiden chinesischen Terrakotta-Krieger, die hier am Eingang stehen. Aber dann war es so, die Postbotin kam und sagt, huch, was habe ich mich erschrocken. Und dachte ich, wenn ich ihm eine Blume in die Hand gebe, dann wirkt er nicht mehr so kriegerisch, sondern wie ein freundlicher Empfänger unserer Gäste hier. Und genau das ist dem Paar am wichtigsten. Das grenzenlos gute Verhältnis zu allen, die in den Garten kommen. Damit das funktioniert, haben Dagmar und Hubert die Grundstückszäune entfernt. Erstens wirkt die Gartenfläche viel größer. Und zweitens geht doch nichts über eine gute Nachbarschaft. Genau auf der Grenze zu Nachbar Georg ist nun der neue Lieblingsplatz. Tschüss. Im Gartenparadies 2012. Griechenland liegt gleich hinter Hildesheim, genauer gesagt im Leine-Bergland, im Örtchen Lübrichtsen. Glauben Sie nicht? Oh doch, schließlich flattert hier die blau-weiß gestreifte Helenenfahne stolz im Wind. Hallo, ich bin Jörg Lange. Herzlich willkommen in meinem ganz besonderen Gartenparadies. Ganz besonders, das ist es tatsächlich. Säulen, Säulen und noch mehr Säulen. Fast 100 große und kleine schmücken seinen 1500 Quadratmeter großen Garten. Wie kommt man auf so eine Idee? Bei mir sah es vorher schon ein bisschen unordentlich aus und dann habe ich irgendwie mal einen Fernsehbericht gesehen, dass in Griechenland so die Säulen umgefallen sind. Die lagen dann 2000 Jahre da. Und ich denke, das ist doch eigentlich ganz gut, denn wenn man immer nur hinterher rennt und das Unkraut wegmacht und so, das weiß nicht, so ein Typ bin ich nicht. Ich lasse es auch gerne mal ein bisschen ruhiger angehen. Dann lege ich mich hier in meine Hängematte und genieße auch meinen schönen Garten. Fragt sich, ob Unkrautjäten nicht letztlich leichter ist, als Säulen aufzustellen. Denn die hat der 42-jährige Diplomkünstler alle selbst angefertigt. Wie, verrät er nicht. Betriebsgeheimnis. Aber richtig ist, alles, was er im Garten macht, hat einen besonderen Pfiff. Es steckt immer eine Idee dahinter. Zum Beispiel die mit dem Erdloch. Ja, hier habe ich ein ganz besonderes Plätzchen. Hier kann man dem Gras beim Wachsen zusehen. Oder den Blumen beim Blühen. Denn die fristen hier durchaus kein stiefmütterliches Dasein. Im Gegenteil. Jörg Langes Garten ist regelmäßig dabei, wenn die Hildesheimer zur langen Nacht der Gärten einladen. Die Besucher finden es prima. Es ist ein bisschen so wie zur Akropolis reisen und das ganz umsonst. Hier habe ich ganz was Besonderes. Das ist mein demokratischer Stammtisch. Das haben die Griechen früher schon gemacht. Die haben früher geredet und philosophiert und das machen wir hier jetzt auch noch heute. Na, ihr habt euch auch einen schönen Platz. Apropos aus. Platz nehmen. Hier gibt es auch ein stilechtes, stilles Örtchen. Ja, das ist mein griechisches Klohäuschen. Ich war ja noch nicht in Griechenland und ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wo sind denn die alten Griechen hingegangen? Das weiß ja auch keiner so genau. Ne? Jetzt wissen wir es. Wo Homer über die Odyssee nachgegrübelt hat, Platon seine philosophischen Diskurse erdachte und Jörg sein Lebensglück gefunden hat. Für mich ist das hier mein Gartenparadies, weil ich mich hier einfach wohlfühle. Mitten in der Natur. Das ist natürlich überaus bescheiden gesagt. Denn wenn die Nacht über das Leine-Bergland hereinbricht, wird es in Jörgs Garten erst richtig schön. Sogar ein bisschen unheimlich. Mit etwas Fantasie gewinnt man den Eindruck, dass die lodernden Feuer die Geister der antiken Dichter und Denker zurück an ihre Heimstatt locken. Und wenn man ganz leise ist, kann man ihre Stimmen hören. Was sie da flüstern? Sie drücken die Daumen für Jörgs Gartenparadies 2012.
dichte, dunkle Wälder. Schaurig schön, wie im Märchen. Und wie jedes Kind weiß, wohnen hier die Räuber. Und Willi Strahl. Willi ist Rentner und hier in der Wildnis vor Bremens Toren hat er sich sein eigenes Märchenreich geschaffen. 5000 Quadratmeter Wald und mittendrin eine Lichtung mit einem Häuschen. Für mich ist das mein Paradies auf Erden. Naja, ich bin ein Handwerker und da habe ich dann ja wohl Spaß dran. Eine Herausforderung, immer wieder neue Herausforderungen im Leben. Willkommen in Willi Strahls Zauberreich. Hier gibt es lauter verwunschene Winkel zu entdecken, alles selbst gebaut. Der Leuchtturm vom Kap Arkona in Miniatur. 5 Mühlen klappern am rauschenden Kunstbach. Und tatsächlich 7 Zwerge stecken in den Büschen. Hase und Igel, die sich gute Nacht sagen, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aber das sicherlich allerkurioseste an Willis Märchenwald ist seine Entstehungsgeschichte. Ja, hier hat alles angefangen. Diesem Schätzchen habe ich es zu verdanken, dass ich hier einen Abstellplatz gebraucht habe. Den habe ich gebraucht für meinen Wohnwagen. In Bremen durfte ich auf dem Parkplatz nicht stehen. Und dann habe ich mir mal kurzerhand hier 5000 Quadratmeter Wald gekauft. 40 Jahre hat der Wohnwagen auf dem Buckel. Bis das Blockhaus fertig gebaut war, diente es Willi als Unterschlupf. Und auch heute setzt er sich gerne einmal ans Fenster und schaut auf seine Blümchen. Willis Waldgarten. Ein großer Abenteuerspielplatz mit eigenem Wasserweg. Das ist eigentlich für meine Enkelkinder und nicht für Opa Willi. 10 Meter hin, 10 Meter zurück. Ruderregatta geht hier nicht. Aber wer kann das schon? Durch seinen eigenen Garten paddeln. Meine Enkelkinder sagen, das dreht er ganz durch, der Opa Willi. Das Kind im Mann, versteht ihr das? Na und ob. Der Traum vom freien Leben in der Wildnis macht aber auch Arbeit. Feuerholz muss Willi das ganze Jahr über spalten. Meine erste Amtshandlung ist morgens NDR einschalten, damit ich mit der Außenwelt verbunden bin. Das nächste ist Asche stokeln und dann den Kaminofen anschmeißen, damit ich einen warmen Popo habe im Winter. Bis dahin ist ja Gottlob noch etwas Zeit. Wir drücken die Daumen für Willi Strahls Waldgartenparadies 2012. Fußballtechnisch ist Braunschweig derzeit zweite Liga. Wenn es um Grünanlagen geht, ist die niedersächsische Stadt allerdings erstklassig. Das liegt an Heidi Hillebrecht. Ihr Schrebergarten besitzt Strahlkraft weit über die Grenzen der Gartenkolonie Schmiedekamp hinaus. Hallo, ich bin Heidi und das ist mein Gartenparadies. Gut 500 Quadratmeter Wildgarten. Naja, wild. Gemessen an den Maßstäben einer Schrebergartenkolonie. Kunterbunte Beete voller farbenprächtiger Blumen. Das ist Heidis Sache. Ich habe meinen Garten jetzt im nächsten Jahr, im Juni, 30 Jahre. Ich hatte vorher einen Campingplatz, da haben aber die Hasen und Kaninchen und alles meine Blumen mal abgefressen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss unbedingt einen Garten in Braunschweig haben, wo ich wohne, damit ich endlich mal Blumen habe und mir schöne Blumensträuße pflücken kann. Ich liebe Blumen über alles. Tagetes oder Trompetenblumen, alles wächst und gedeiht prächtig. Dazwischen das ein oder andere schön gestaltete Gartenkleinod. Jeden Tag 8 Stunden verbringt Heidi in ihrem Garten. Der dankt es ihr mit einem Blütenmeer. Fast ist es so, als ob so viele Sorten auf engstem Raum sich gegenseitig zu übertrumpfen versuchen.
Tja, das ist mein Kinderwagen. Das Gerüst habe ich mir mal vom Sperrmüll geholt. Dann Hölzer habe ich noch im Schuppen gehabt, die habe ich mir zugesägt und habe mir so einen Kinderkarren drauf gebaut. Und der wird dann jedes Jahr schön neu angemalt, damit es halt auch ein bisschen nett aussieht. Und bepflanzt natürlich mit meinen eigenen, selbstgesäten Tagetes. Der große Blumenwagen hat auch einen kleinen Bruder. Selbst ist die Frau. Alles handmade bei Heidi. Das ist mein musikalisches, selbstgebautes Windlicht. Das soll eigentlich Maulwürfe verscheuchen, wenn der Wind ordentlich fegt. Aber macht's nichts. Aber ich finde das Windspiel trotzdem schön. Ich finde, es klimpert so schön. Und außerdem sieht's witzig aus. Mein Garten hält mich jung, sagt Heidi mit ihren 69 Jahren. Kein Wunder, sie hat sich eine Aufgabe gestellt, die unentbehrlich macht. Mutter aller Pflanzen. Der Wein, das Efeu, alles wilde Aussaaten. Was sich in ihrem Komposthaufen ansiedelt, zieht sie liebevoll groß. Dafür hat sie eine Pflanzen-Babystation in einer Wanne hinterm Schreberhäuschen. Ja, ich habe ja schon mal erwähnt, bei mir darf sich alles aussehen, was ich aussehen möchte. Und wenn sie halt in der Badewanne ein paar schöne Blumen ausgesät haben, dann werden die herausgebuddelt und kommen vorne zu meinem Schaugarten. Selbst jetzt, im September, wenn ringsum schon die ersten Blätter fallen, sieht Heidis Gartenschaufenster noch tipptopp aus. Ich fühle mich in meinem Garten einfach nur wohl. Hinsetzen tue ich mich nur selten. Nur dann, wenn es brütend heiß ist, dann kann ich mal ein Buch lesen hier unter meinem Kirschbaum. Aber sonst ist mit Sitzen bei mir im Garten nicht viel. Ich muss immer rumfruckeln. Also, toi, toi, toi für Heidis Gartenparadies 2012. Dahlenburg, das ist richtig schön. Ich bin ja auf dem Weg nach Annemarie und Karl-Heinz Müller-Brese. Die sollen heute am großen Tag ihren Preis überreicht bekommen. Ja, aber wo sind die? Das ist die Frage. Ich fahre einfach noch mal schicken weiter. Wo Annemarie und Karl-Heinz stecken? Na klar, bei ihren Hühnern, Molly und Polly. Hallo. Hallo, ihr da? Vieh, hallo, Anni, Molly, ja. Hallo, Annemarie, Karl-Heinz. Ja, ich grüße Sie, freue mich, dass Sie gekommen sind zu uns, bei so einem schönen Wetter. Hallo, ja, toll. Wunderbar. Gibt Olli und Molly auch Pfötchen? Nein, dann haben wir das jetzt abgearbeitet. Ja, ne? Nein. Boah, ist das hier schön. Ja. Ich bin hier eben schon suchend umhergefahren. Ja. Ihr wohnt ja begnadet hier, ja, ne? Ja. So, jetzt gibt's erstmal Kaffee. Und auf dem Weg dahin entdeckt John, wie schön Annemaries Garten live ist. Er kennt ihn ja auch nur aus dem Fernsehen. Annemarie hat früher sogar Pfauen gezüchtet. Und ihr großes Herz für Tiere zeigt sich in vielen originellen Details, wie diesem blauen Schaf. Ach, vielen Dank für den Kaffee. Ja. So, sind da noch ganz viele Erinnerungen bei euch beiden, sozusagen, ja, wie das war in Arboretum? Elternhof war einfach ein super Ding. Also, wir haben uns so gefreut. Ja. Erwartet hatte ich es nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin unwahrscheinlich glücklich. And the winner is mit 53% der Romantikgarten von Annemarie und Karl-Heinz. Jawohl! Herzlichen Glückwunsch! So, John, geh mal rum. Ich bin überwältigt. Ja. Ich. Oh. So. Oh, Mensch. Nein. Nein. Mein Mann verzeiht mir das. So. So, Annemarie bekommt die Blumen, Karl-Heinz bekommt den Scheck. Ja, das ist natürlich auch noch. Und uns war nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Ihr beide seid so wie auf Wolken, so, ja, geschwommen. So toll. Leben wir ja auch immer. Ja. So ein bisschen auf Wolken und so ein bisschen, wie Sie gesagt haben, in Ellernhub, ein bisschen verrückt, ne? Ja. Bisschen gartenverrückt. Jetzt aber zum Gewinn. Schließlich gibt's ja nicht nur Blümchen, sondern auch einen Gutschein. Und den ganzen John als Gartenhelfer. Karl-Heinz, Annemarie, wenn man sich hier so umsieht, boah, das ist ja alles vollkommen. Die ganzen Figuren, die Elemente, die Raum schaffen. Hat man da überhaupt noch einen Herzenswunsch? Ja, ich habe so einen ganz geheimen. Den habe ich schon sehr lange im Auge. Na dann, auf zum Gartenbaumarkt. Hier möchte Annemarie ihr Preisgeld anlegen. Und zwar, wie sich das für einen Romantikgarten gehört, in eine Gartenfigur. Aber
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wie wär's denn damit? Das ist doch süß. Und nicht so nackt, ne? Also nackt machst du gar nicht, ne? Nicht so sehr. Nee. Okay. Aber dann gibt es doch noch eine züchtig bedeckte Putte. Und es ist sogar noch etwas Geld über für einen schönen Zaubernussbaum. Und es wird noch ein schöner Sockel dafür. Warte mal, ganz liebevoll. Nee, ist alles okay. Oh, das ist schön hier eingebettet. Putte auf Bullerofen. Eine ganz heiße Braut sozusagen. Aber dann muss John doch noch richtig schwitzen. Oh, nee, Annemarie, jetzt muss ich meine Jacke mal ausziehen. Tut mir leid. Ich nehme sie ab hier. Ja. Der Vorteil ist ja, dass wir hier einen schönen Platz gefunden haben. Hier kommt die Sonne hin. Und hier kann sich die Zaubernuss richtig entwickeln. Und sie zeigt jetzt so fantastisches Laub. Ja, super. Gut. Oh, ich finde, das ist ganz toll ausgesucht. Mit dem Wachsen der Zaubernuss musst du ein bisschen Geduld haben. Ja, also ich habe mir ja vorgenommen, noch einige Jahre den Garten zu machen. Das habe ich damit nicht in Frage stellen wollen. Nein, also das wäre das Letzte, was ich aufgebe. Zaubernuss im Romantikgarten. Wunderschön. Ich bin von eurer gemeinsamen Arbeit hier richtig beeindruckt. Dass ihr die Gewinner seid, ihr seid auch die Gewinner der Herzen, der Garten und überhaupt. Toll, dass es euch gibt. Karl-Heinz, vielen danke Dank für Anne-Marie. Die Laudatio. Ja, war eine kleine, aber vom Herzen. Ja.